Hallo und herzlich willkommen zu der neuen PlayStation Home Reihe, also der Endlos PlayStation Home. Das ist jetzt Part 18. Willkommen bei PlayStation Home. Diese Woche neu von Lockwood verschiedene Flügel. Ihr könnt zwischen Feen, Drachen und Schmetterlingsflügeln wählen. Und so neuer Kostüm aufpeppen. Der Street Fighter 4 Bericht des Ladens wurde im Z-Kostüm aktualisiert. Ihr habt schon dem weißen Mann gesprochen, ab heute hat er für jeden, der es getan hat, eine Überraschung. Okay. Ja, dann gucke ich mal, was ich da für ein Objekt habe. Weil da oben rechts sieht man es auf mysteriöse Art und Weise. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade am Tisch rumgewühlt, aber das macht jetzt nichts. War bloß ein kleiner Wackelkontakt. Aber ich hoffe, es geht so. Mal hoffen. Was ist das? Übelst laute Mucke, ey. Oh, das bin Icke. Möchten Sie Ihre Belohnung sehen? Ja. Das ist auch sehr gut gemacht worden hier. Das ist das neue. Was ist das? Schwarz-weiß Kung-Fu-Kostüm. Werde mit diesen luxuriösen Kleidungskostüm zum Meister des Kung-Fu. Ah! Dann gibt es noch einen schwarzen. Das ist ja interessant. Was ist das? Beleben Sie Ihr Apartment mit diesen spaßigen. Aha. Also ich kann nur eins sagen, Home hat sich hier wieder mal verändert, also der Homeplatz und Einkaufszentrum hat sich verändert. Für uns Deutschland. Ich war auch mal bei der alten Version gewesen, also bei der englischen. Was ist das hier? Eine Frage für weibliche Avatare. Welche Kleidungsstil würdet ihr gerne häufiger sehen? Lässige Jeans und Oberteile, aufgefallene Kostüme, Kleider und Schuhe. Elegante Kleidung. Ja, okay, das sind welche, die. Hehe. Lindenberg. Hört sich an wie Udo Lindenberg, aber naja. Die Leute hier hört man ja sehr schlecht. Ja, wo war ich hier stehen geblieben? Ihr sitzt ja schon. Home hat sich verändert. Also, für uns, Deutschland, so wie der Einkaufszentrum. Dann hat man Lockwood was gesehen, dass da irgendwas Interessantes ist. Das da hinten oder vor uns hier, das ist sehr lustig hier. Das tue ich mal wegmachen. Never the same.
Das ist Tom. Oh, das ist interessant. Nice. Ja, das ist ein PlayStation Home. So gesehen, ne? Mein alten Avatar, was ist PlayStation Home? Keine Ahnung. Ja, ich kann nur eins sagen, Home ist wirklich super. Ich sehe mich selbst als selbstgemachter Avatar. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt hier kurz rein beim Einkaufszentrum. Das tue ich jetzt mal kurz schneiden. Also bis später. So, da sind wir wieder zurück. Das ist endlich unser Einkaufszentrum, so wie er jetzt aussieht. Ja, verändert, sieht man auch. Jetzt kann man sich bei diesem Platz hier oder in diesem Einkaufszentrum hier sich Teile sich holen. Wie zum Beispiel, ja, was gibt's denn da? Würfel, Minispiel und so weiter und so weiter. Also was mich interessiert, ist hier erstmal das hier. Nein, das ist Terra 2. Ich muss zum Terra 1 machen, weil hier sind zwei Terras. Also der Terra 1, der ist meistens neben Alter Ego. Den sieht man. Und zwischen den, naja, zwischen dem Bildschirm und dem Apartment, wie man den schwer zu erkennen kann. Ich habe gelesen, dass es neue Einkaufsdinger gibt. Ladescreen ist zwar ein bisschen nervig, aber es dauert erstmal ein bisschen seine Zeit, bis hier alles voll ist. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Lockwood. Was ist das? Das ist Pixel Junk. Das hier hat was mit Fußballtrikots zu tun. Das mit Wipeout. Da unten das schöne Killzone. Aber ich will mal bei Lockwood reingucken, mal sehen, was da gibt. Oder was es gibt. Nichts Besonderes. Man kann sich sogar bei den anderen hier, wie zum Beispiel von Science Wars sich holen. Kostet aber Geld. Vergiss das nicht. Ihr müsst auch merken, was. Ich kann nur eins sagen, müsste bei alten Ego drin sein, aber ich schätze mal, dass es beim alten Ego drin ist. Weil. Oh, siehe da, Toy Story 3. Ja, wie kann man sagen, wer sich in Toy Story 3 sich verschönern will, soll sich so unbedingt kaufen, aber ich find's nur lollig. Ach, Bass Raketenrucksack. Ach, herrlich, ja. Weitfehlenflügel für Männer. Da haben wir es ja. Da sind ja die, was gezeigt worden sind. Ja, hier sind die Drachen.
böse Feenflügel, die guten Feenflügel, Drachenfeenflügel und so weiter und so weiter. Luftholen. Ja, das ist. Boah. Auch teuer. Ja, ich weiß. Ja, zum krönenden Schluss, was sage ich denn euch? Ein, sagen wir ein Wiedersehen. Und wir sehen uns beim nächsten Part von PlayStation Home. Also, man sieht sich. Macht's gut, Leute.